Sie haben wieder genau richtig eingeschaltet zu unserem Pearl TV Ratgeber. In unserem heutigen Thema geht es um Solarenergie, denn damit kann man so richtig Geld sparen. Und falls auch Sie schon seit längerem mit dem Gedanken gespielt haben, sich eine Solaranlage anzuschaffen, um eben Geld zu sparen, dann sind Sie heute genau richtig bei uns, denn wir zeigen Ihnen heute unsere zwei beliebtesten Balkonsolaranlagen. Ja, Balkonsolaranlagen, das ist das Zauberwort. Die Verkaufszahlen schießen in die Höhe, kein Wunder, das wird ja auch gefördert und zwar extremst gefördert. Und diese Fördertöpfe sind im Moment noch voll. Warum ich das gleich am Anfang erwähne, Sie haben das vielleicht mitbekommen, das ist noch gar nicht lange her, 2-3 Wochen, da gab es einen Fördertopf für Einfamilienhäuser mit E-Fahrzeug, die da eine Solaranlage gefördert bekommen haben. Bis zu 10.200 Euro. Und wer am ersten Tag nicht parat stand, ist leer ausgegangen. Denn bereits nach 24 Stunden war dieser Fördertopf leer. Jetzt gibt es, ganz so krass ist es bei Balkonsolaranlagen nicht, aber es gibt Fördertöpfe, die sind je nach Bundesland, je nach Gemeinde, je nach Stadt, so zwischen 100 und bis zu 500 Euro. Und da sehen wir das mal wirklich einen Auszug quer durch Deutschland. Und deshalb sage ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man zugreifen sollte. Wir sehen hier wirklich durch alle Bundesländer, schauen Sie, Baden-Württemberg, Bayern. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, fragen Sie nach auf Ihrem Rathaus, gibt es Fördergelder? Und dann bekommen Sie so eine Anlage, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, fast geschenkt. Und das ist eine Geldsparmaschine. Genauso wie Tracy gerade gesagt hat, fangen Sie an, Geld zu sparen. Strom zu sparen ist die andere Alternative bei den Strompreisen. Aber wir sind mittlerweile in einem Stadium, also bei mir kann ich wirklich davon ausgehen, dass ich keinen weiteren Strom sparen kann bzw. will. Ich habe alles umgestellt auf LED-Beleuchtung. Ich habe geschaut, was sind meine Stromfresser. Ich gucke, dass keine Stand-by-Geräte unnötigerweise laufen und, und. Und wenn ich noch einigermaßen Lebenskomfort haben will, bin ich am Ende meiner Kette, Strom zu sparen. Und deshalb heißt jetzt das Zauberwort Strom selbst erzeugen, den ich dann verbrauchen kann und nicht an meinen Netzanbieter bezahlen muss. Bitte, bitte machen Sie das. Aber fragen Sie bei Ihrem Rathaus nach, gibt es Fördertöpfe? Und selbst wenn Sie keine Fördertöpfe bekommen, haben wir hier einen unglaublichen TV-Sonderpreis, gerade für unsere erste Anlage. Die besteht aus zwei dieser Solarpanel, die wir hier jetzt beispielhaft an einem Balkongeländer sehen. Ja, und die bringen Sie ganz einfach an. Richtig fixieren bitte, da haben wir nachher auch noch ein paar Vorschläge für Sie. Und dann ist der Inverter dabei, der bei uns auf dem Tisch steht, den Sie irgendwo anbringen können, auch im Außenbereich. Wichtig, dort wird ganz einfach per MC4-Stecker die Solarpanel dort eingesteckt und dann kommt ein Stecker in die Steckdose, ein Schuko-Stecker. Also dort, wo Sie normalerweise Strom entnehmen, führen Sie jetzt Strom ein und das bis zu 300 Watt pro Sonnenstunde oder Tageslichtstunde. Und das läppert sich ganz schön und dementsprechend ist es eine Geldsparmaschine. Tracy, du bist jetzt noch nicht so lange da, aber ich könnte mir wetten, dass du noch vor 2-3 Monaten gedacht hast, Solaranlagen sind unglaublich kompliziert anzuschließen, oder? Das stimmt. Das habe ich vor 2-3 Monaten noch gedacht. Aber jetzt weiß ich, dass es wirklich ganz einfach ist. Denn diese Balkonsolaranlagen sind wirklich steckerfertig. Die muss man nur in die Steckdose quasi anbringen, anschließen und schon kann es losgehen. Richtig. Erster Schritt ist Solarpanel fixieren. Und dann haben wir alle Solarpanel, das ist mittlerweile genormt, haben sogenannte MC4-Stecker. Und die kommen, und da kann man gar nichts falsch machen, an den Inverter. Ich zeige Ihnen das mal. Jetzt ist mir das zweite Kabel runtergerutscht, macht aber nichts, das holen wir. Das ist also jeweils bei jedem Solarpanel Plus und Minus. Und das machen Sie mit beiden Solarpanelen. Ich mache jetzt mal beispielsweise eins. Sie sehen, eines ist angeschlossen, also bis zu 150 Watt fließen schon rein. Und jetzt sehen wir hier, und das Ganze ist übrigens nach VDE-Normen und Anwendungstechniken getestet, den Stecker. Und Diana, darf ich dich mal bitten? Gerne. Nimm mal unsere Solaranlage in Betrieb. Die wird jetzt einfach in ihre Außensteckdose eingesteckt. Und jetzt fließt nicht Strom aus der Steckdose, sondern in die Steckdose. Und dadurch sparen Sie bares Geld. Da Strom nicht sichtbar ist, höchstens mal fühlbar, das sollten Sie aber nicht probieren, haben wir hier auch noch an jedem unserer Inverter so eine kleine Antenne. Und das macht diesen Inverter WLAN-fähig. Mit einer kostenlosen App können Sie jetzt tagtäglich, Minuten aktuell schauen, was fließt gerade Strom rein. Ganz interessant wird es, wenn Sie das dann mal wochen- oder monatsweise machen und dann mal sehen, was Sie in einem Monat an Strom selbst erzeugt haben und den im Umkehrschluss nicht an Ihren Netzanbieter bezahlen müssen. Und dann spielt auch gerade für diese Wattzahl, für diese Kilowattstunden, die man da erzeugt, der Strompreis überhaupt keine Rolle mehr, weil den müssen Sie nicht bezahlen. Die Frage ist natürlich, was habe ich
Platz, was kann ich anbringen und was habe ich Bedarf. Das hier ist optimal übrigens für einen Single-Haushalt. Das dürfte so den Grundstrombedarf decken eines Single-Haushalts. Auch wenn man nicht zu Hause ist, braucht man ja Strom. Tracy, auch das haben wir gelernt, oder? Was läuft bei dir jetzt gerade zu Hause? Oh je, ich habe ganz viele Stand-by-Geräte erstmal drin, dann natürlich der Kühlschrank, der Trockner ganz oft, dann läuft noch die Waschmaschine auch sehr oft. Oh, lässt du das auch tagsüber laufen? Ja, also bevor ich gehe mal, ja schon. Okay, also all das ist also, Stromverbraucher. Ganz und diesen genau. Stromverbrauch kann man minimieren, indem man nämlich einen Großteil sich einfach über das Sonnenlicht holt. Und das ist clever. Aber auch ganz, ganz wichtig, Balkonsolaranlage ist immer nur ein Beispielswort. Man kann das natürlich, und das dürfte wahrscheinlich das Naheliegendste sein, am Balkongeländer anbringen. Aber man darf das auch natürlich auch in der Garage, auf einem Gartenhäuschen anbringen. Oder vielleicht, wenn Sie eine Dachterrasse haben, links und rechts der Dachterrasse wirklich auf dem Dach. Bitte egal, wie Sie es anbringen, gut fixieren, damit der erste Herbststurm nicht zum Nachbarn in den Garten geht. Aber da sehen wir das auch mal. Hier mit einem Gartenhäuschen, wenn das mit Ihrem Hausstrom verbunden ist, gibt es da drin auch eine Steckdose. Also auch wieder Schuko-Stecker in die Steckdose. Und ab dem Moment fließt der Strom eben nicht raus, sondern rein. Und dadurch unterstützt er Sie. Und Sie sparen wirklich Geld. Die Verkaufszahlen übrigens explodieren gerade. Es gab mal einen Bericht über Versiebenfachung der Verkaufszahlen. Das ist aber schon wieder 6, 8 Wochen her. Mittlerweile denke ich mal, dass sie sich verzehnfacht haben, die Verkaufszahlen im Vergleich zum letzten Jahr. Und warum gerade auch jetzt im Herbst? Ganz einfach, weil es jetzt im Moment noch die Fördergelder gibt. Wenn die Töpfe leer sind, und die sagen jetzt, ich warte zum Beispiel bis im März, wenn die Tage wieder länger werden, dann verzichten sie auf Fördergelder. Und die können wirklich sehr hoch sein. Also im Vergleich zum Anschaffungspreis bei 369,99 Euro, da möchte ich jetzt mal beispielhaft das Land Sachsen nennen, das pauschal für eine Balkonsolaranlage 300 Euro bezahlt an Fördergeldern. Wahnsinn. Das lohnt sich in diesem Beispiel natürlich so richtig. Denn ja. Unsere Balkonsolaranlage kostet sie nur 369,99 Euro. Und somit zahlt man dann quasi nur knapp 70 Euro dafür. Ja. Ist das richtig? Richtig. Also unglaublich, oder? Und das heißt, jeder einzelne Tag lohnt sich und rentiert sich vor allem auch. Hier sehen wir das in Sachsen mal. Das kann man im Internet beantragen. Da sehen wir auch, wie viel noch da ist an Fördergeldern. Das ist jetzt allerdings schon 2 Wochen alt. Also mittlerweile wird der Topf kleiner geworden sein. Und wenn Sie jetzt sagen, ich warte bis im Februar, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ganz, ganz viele Fördertöpfe schon leer sein werden. Und wenn man Fördergelder bekommt, sollte man die auch in Anspruch nehmen. Und du hast es gesagt, für 69,99 Euro, in dem Fall Sachsen. Es gibt auch in anderen Teilen noch mal 300 Euro, aber im Fall Sachsen jetzt konkret. Wirklich, da braucht man überhaupt nicht überlegen, oder wie lange geht es bis zur Refinanzierung. Das wird sich mit dem Einbau schon so gut wie refinanziert haben. Noch ein Vorteil, wir haben im Moment noch das Jahressteuergesetz. Sie dürfen es also auch bei privater Anwendung innerhalb Deutschlands mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Wir vergleichen mal den Preis bei pearl.de. Da kostet es gerade knapp 535 bei pearl.de und bei uns bezahlen Sie heute nur 369,99 €. Das ist natürlich ein wirklich unglaublicher Preis, das ist wirklich günstig und damit können Sie wirklich langfristig Geld sparen, denn das ist eine einmalige Investition und das Ganze lohnt sich dann wirklich langfristig. Stromkosten sparen leicht gemacht mit unserer Balkonsolaranlage und ich nenne ihn jetzt die Bestellnummer dazu. Das ist die MW1278 und die 569. Und damit die Balkonsolaranlage auch richtig befestigt werden kann, verbunden werden kann, haben wir hier noch ein Solarverlängerungskabel für Sie mit dabei. Ja, jetzt müssen wir prinzipiell sagen, Sie sehen, wenn ich es hier aufgebaut habe, in unmittelbarer Nähe, brauchen wir kein Verlängerungskabel. Da sind jeweils knapp 1 Meter lange Kabel dran. Anders sieht es jetzt aus. Ich bin hier ein bisschen räumlich entfernt und ich nehme auch hier mal die Anschlusskabel. Jetzt würde ich von hier aus nicht an den Inverter kommen. Und deshalb haben wir dieses Verlängerungskabel. Also je nach Aufbau, wenn Sie sagen, ich habe da ein
bisschen räumliche Distanz zwischen den Solarpanelen, dann holen Sie sich dieses Zweier-Set. Also es ist ein Kabel, weil wir brauchen jeweils Plus und Minus. Aber Sie sehen das erstmal farblich gekennzeichnet. Rot Plus, Schwarz Minus. Und auch von den Steckern her sind das diese genormten MC4-Stecker. Das heißt, jetzt stecken Sie das eine Ende ins Solarpanel und gehen dann erst in den Inverter. Und das ist nur notwendig, ganz, ganz wichtig, wenn Sie praktisch eine kleine Distanz zwischen Inverter und Solarpanel haben. Und dann würde ich es Ihnen einfach ans Herz legen. Es ist Zubehör zu einer Photovoltaikanlage, fällt also auch unter das Jahressteuergesetz. Und dementsprechend dürfen Sie das mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Ganz genau. Und das Stecksystem ist auch wirklich kinderleicht. So ein Verlängerungskabel, das macht einfach mal kurz Klick und schon ist das angeschlossen. Das lohnt sich natürlich auch immer gleich mit dazu zu bestellen. Die Bestellnummer ist die MW1177 und die 569. Damit kann man natürlich einfache Strecken ganz einfach überbrücken. Und das mit dem Verlängerungskabel ist das Ganze natürlich kein Problem. Jetzt mit dazu bestellen. Und jetzt gehen wir direkt über zu unseren Halterungen für die Aluminiumhalterung für die Balkonsolaranlagen. Das sind gerade die hier, die Sie schon sehen. Ja. Die ist schon richtig gut angebracht gerade. So eine Halterung ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit die Balkonsolaranlagen auch richtig fixiert werden können oder dass man das eben auch mal auf dem Balkon so hinstellen kann. Ja, hier würde ich jetzt nicht für den Balkon kommen, sondern wirklich zu einem Flachdach. Wenn Sie sich entscheiden, und wir haben drei verschiedene Halterungsvorschläge in dieser Sendung, das auf einem Flachdach zu installieren, haben wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal diese leichte Schräge. Optimal wäre immer 30 bis 40 Grad und dann Richtung Sonne. Aber das Wichtige ist natürlich das hier, dass diese Aluminiumhalterung, die man auch im Winkel, Sie sehen durch diese Bohrlöcher, verstellen kann, sorgt für Stabilität. Und wir haben hier ein Zweierset, das heißt genau für diese Anlage, da sehen Sie auch die Schraube, mit der man den Winkel verstellen kann, genau für diese Anlage, für zwei Solarpanel, um die so aufzustellen, dann unten nochmal fixiert und dann ist das absolut wind- und wetterfest. Das hält nämlich Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometer aus. Und jetzt nochmal der Appell, wenn Solaranlagen, wenn Solarpanels, bitte immer richtig fixieren. Ein Albtraum wäre, wenn man von der Arbeit heimkommt und das Solarpanel, was vorhin noch am Balkon oder auf dem Dach oder auf der Garage lag, liegt jetzt beim Nachbarn im Garten oder gar schlimmer, auf dem Auto des Nachbarn, dann hat man was falsch gemacht. Tun Sie das nicht, holen Sie sich am besten hier gleich das Zweierset, wenn Sie es irgendwo auf einer flachen Stelle montieren wollen, dann ist das die optimale Halterung. Ganz genau. Und diese Aluminiumhalterung können Sie ganz einfach mitbestellen mit der Bestellnummer MW1126 und die 569. Ja, und jetzt machen wir weiter mit unserer nächstgrößeren Anlage. Und die haben wir hier schon mal für Sie vorbereitet. Und Sie werden sehen, jetzt geht es wieder um das Thema Platz und Bedarf. Also, wir haben hier jetzt natürlich etwas größere Solarpanel. Wir sehen die einmal von vorne und einmal von hinten. Es sind zwei Solarpanel, die hier im Moment in der Lage sind, nominell bis zu 840 Watt aufzunehmen. Aber das wissen Sie vielleicht, im Moment gibt es die Gesetzgebung, dass per vereinfachten Verfahren, also mit Schuko-Stecker und vereinfachtes Anmeldeverfahren, bis zu 600 Watt eben hier zulässig sind. Und deshalb ist der Inverter, der bereits im Solarpanel integriert ist, eingestellt, da sehen wir ihn, der ist fixiert schon, der ist eingestellt, dass er über wieder einen Schuko-Stecker 600 Watt abgibt, bis zu 600 Watt in Ihren Stromkreis. Und das ist eine Summe, da gibt es schon viele Erhebungen, und Sie sehen auch, sieht toll aus an einem Balkongeländer, was aber auch wieder ein Beispiel ist. Aber es gibt Erhebungen, dass zum Beispiel ein Zwei-Personen-Haushalt hier mit 600 Watt Balkonsolaranlagen bis zu 20% seiner Stromkosten eben hier reduzieren kann bzw. selbst erzeugen kann und dementsprechend die Rechnung um 20% mindern. Aber das Besondere hier ist, dass dieser Inverter auch eine neue Gesetzgebung schon berücksichtigt hat. Also es gibt im Moment einen Gesetzesentwurf und der besagt, dass man diese 600 Watt im vereinfachten Verfahren um 33% erhöhen will,
also auf 800 Watt. Und wenn das Gesetz durch ist, da sehen wir auch mal einen Artikel dazu, im August wurde erstmal der Gesetzesentwurf verabschiedet, aber meiner Meinung nach wird das zum 01.01.2024 auch der Fall sein. Und dann müssen Sie in dem Moment nicht nachrüsten, sondern Sie nehmen Ihr Handy in die Hand und erweitern ganz einfach die Möglichkeit, das heißt, Sie sagen dem Inverter, jetzt ab diesem Moment darfst du bis zu 800 Watt einspeisen. Und das ist meine richtige Hausnummer. Und da fängt richtig Geld sparen erst richtig an. Auch bei dieser Anlage gibt es Fördergelder. Das ist genau das gleiche System, nur etwas größer. Also auch hier, je nach Landkreis, je nach Bundesland, gibt es noch richtig Asche. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Solarpanel an. Hier haben wir es von vorne. Und das ist ein sogenanntes patentiertes Fullscreen-Technologie. Und Fullscreen heißt in dem Moment keine Leerflächen, sondern hundertprozentige Ausnutzung und vor allem absolut plan. Ebene Oberfläche, keine Ecken, keine Kanten. Und das sorgt auch dafür, wir sollten ja jetzt über Jahre auch planen, dass hier eben kein Staub wächst. Man spricht da wirklich von Wachsen. Wenn unten an der Kante mal was ansetzt, dann geht das ganz langsam hoch. Hier haben wir es mit Grünspan animiert und das verringert natürlich die Effektivität der Solarpanel. Das ist hier nicht so. Also auch hier neueste Technologie und vor allem auch zukunftsorientiert ausgestattet. Und man ist einfach nur clever, wenn man den Platz hat, das immer wieder und den Bedarf, also mehr als eine Person im Haushalt. Das ist für mich auch prädestiniert für ein Einfamilienhaus mit einem schönen Balkon. Mhm. Auch hier zeigen wir Ihnen nachher noch Haltermöglichkeiten. Aber das ist einfach clever, wenn man das jetzt kauft, solange die Fördertöpfe noch voll sind. Finde ich auch sehr clever. Und ich habe noch mal eine Frage dafür. Gerade diese Balkonsolaranlage ist natürlich optimal, nicht nur für ein Einfamilienhaus, sondern bestimmt auch für zwei- oder drei-Personen-Haushalt ist es natürlich auch sehr praktisch. Oder ja, das ist ja das Schöne, dass man Balkonsolaranlage auch ohne Eigenheim benutzen kann. Natürlich. Also auch wenn Sie einen großen Balkon haben in einer Mietswohnung oder in einer Eigentumswohnung, dürfen Sie das natürlich anbringen. Und dann auch vereinfachtes Verfahren, da hat man oftmals, ich glaube die allermeisten haben irgendwo eine Steckdose, Stecker in die Steckdose und dann fließt der Strom ab diesem Moment. Auch hier braucht man keine Vorkenntnisse, es ist alles beschriftet, alles genau beschrieben. Aber Sie sehen hier, sind auf beiden Seiten MC4-Stecker wieder. Plus und Minus werden von beiden Solarpanelen zusammengesteckt und dann bleiben noch zwei übrig. Die gehen in den Inverter, ebenfalls Plus und Minus. Und hier sehen wir dann das Kabel, hier mit Schuko-Stecker, 5 Meter lang. Das geht in die Steckdose und schon ist die Anlage installiert. Aber ich kann nur noch mal appellieren, seien Sie clever. Und clever ist man jetzt nicht, wenn ich sage, ach, ich warte bis im März, die Tage wieder länger werden, sondern clever ist, wenn man genau jetzt bestellt, weil im Moment haben wir noch den TV-Sonderpreis, im Moment haben wir noch die Fördertöpfe, die in den meisten Fällen noch, und Betonung liegt wirklich auf noch, gefüllt sind. Und jetzt im Moment haben wir auch noch hier das Jahressteuergesetz. Ich weiß nicht genau, wie lange das gültig ist. Jetzt ist es noch gültig. Das heißt, die dürfen es bei privater Anwendung innerhalb Deutschlands mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Und das ist was Außergewöhnliches. Ob Sie es aufs Dach montieren, ans Balkongeländer, auf dem Carport oder auch Ständerlösungen auf dem Boden suchen, das kommt auf Ihre Gegebenheiten und auf Ihre Möglichkeiten an. Aber Sie sollten es auf jeden Fall tun. Und ich sage, ab 2 Personen ist das hier die richtige Anlage. Und die hilft Ihnen jetzt im Moment mit 600 Watt bis zu 20% Ihrer Energiekosten zu sparen, also selber zu erzeugen. Und dann können wir natürlich einfach ausrechnen, bei 25% mehr, 33% mehr, also wenn dann 800 Watt freigegeben werden, haben wir das noch effektiver. Und das ist einfach toll. Das ist wirklich toll und wir müssen jetzt auch noch mal auf unseren TV-Sonderpreis schauen, denn da kostet es Sie nur 569,99 Euro. Plus es gibt natürlich noch Förderungen dazu. Das finde ich natürlich noch mal richtig klasse. Das heißt, jeder einzelne Tag, an dem Sie eine Solaranlage haben, sparen Sie sozusagen Strom und sparen damit natürlich Geld ein. Das heißt, das lohnt sich wirklich langfristig. Diese Investition sollte man einmal tätigen und dann kann man sich daran natürlich langfristig erfreuen.
Ja, richtig. Und das langfristig, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also so eine Solaranlage machen Sie jetzt nicht für den nächsten Sommer, sondern im Bestfall für Jahrzehnte. Und wenn Sie dann im nächsten Sommer längst vergessen haben, was die mal gekostet haben, sehen Sie schon, dass die Stromrechnung runtergeht. Sie werden das schon im ersten Monat entdecken. Mein Abrechnungszyklus bei Mietwohnungen ist ja jährlich, aber wenn man dann im Jahr später eben keine Nachzahlung auf den Tisch bekommt, sondern bestenfalls sogar eine Rückzahlung und die Vorauszahlung gekürzt wird, weiß man, dass man alles richtig gemacht hat. Man braucht da nicht mehr dran zu denken. Übrigens positiver Nebeneffekt, auch wenn Sie sowas am Balkon anbringen, ist natürlich der Sichtschutz. Das machen sehr viele sehr aufwendig mit Plexiglas, mit getönten Scheiben, mit Bambussträuchern oder ähnlichem. Hier haben Sie zwei richtig schick aussehende Solarpanel, die auch überhaupt nicht das Bild zerstören. Ganz im Gegenteil, das wertet, glaube ich, jede Immobilie nochmal auf. Und mit diesem Sichtschutz in dem Moment fangen Sie an, tagtäglich Geld zu sparen. Also ich finde es genial, dass es sowas gibt, weil noch, es ist gar nicht lang her, 5, 6 Jahre, da waren Solaranlagen eigentlich nur möglich, wenn man Immobilienbesitzer war und ein großes Dach hatte. Und dann musste man auch Tausende, Zehntausende von Euro investieren. Jetzt ist es nicht mehr so, es ist bezahlbar für jeden durch die 0% Mehrwertsteuervariante, die nicht auf unserem Mist gewachsen ist, das ist natürlich von der Regierung klar, aber unserem TV-Sonderpreis, der ist auf unserem Mist gewachsen und dank der Fördergelder, die viele Länder oder viele Kommunen, viele Landkreise eben auch nochmal ausschütten, ist es überhaupt keine Investition mehr und dementsprechend auch für jedermann zu bezahlen. Also ich kann einfach nur sagen, ich möchte es vorsichtig ausdrücken, ich möchte nicht sagen, wer es jetzt nicht macht, nein, das Wort sage ich nicht, ich sage es harmlos, der ist nicht ganz so clever. Das man kann natürlich clever, oder? Das ist harmlos ausgedrückt. Okay. Man kann nämlich wirklich clever sparen damit. Ich finde, mit dieser Balkonsolaranlage sind Sie natürlich perfekt ausgestattet, denn wie der liebe Ralf uns erklärt hat, funktioniert das Ganze sehr, sehr einfach. Man kann das Ganze wirklich sehr einfach anschließen. Und Sie haben schon gehört, dass momentan ein Gesetzesentwurf besteht, dass in Zukunft die Solaranlage von 600 Watt auf 800 Watt umgestellt werden kann. Das heißt, Sie können die heute schon kaufen und sobald das Gesetz dann durch ist, können Sie das ganz einfach per App dann umstellen. Das finde ich sehr praktisch und vor allem hochmodern. Damit können Sie definitiv alles nutzen. Richtig machen. Und dabei geht es eben um das vereinfachte Anmeldeverfahren. Das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn Sie eine größere Anlage haben, was Sie jederzeit auch investieren dürfen, wenn Sie den Platz haben, und dann erzeugen Sie natürlich noch mehr Strom. Aber das muss man dann genehmigen lassen, muss es anmelden, oftmals sogar beim Finanzamt, hier eben nicht, weil das das vereinfachte Verfahren ist. Erstens mal durch einen Schuko-Stecker anzuschließen und zweitens kein Anmeldeverfahren, sondern ich muss es nur melden, dass ich es in Betrieb habe. Das ist keine Genehmigung und kein großer Aufwand. Ich kann wirklich jedem nur raten, der noch nicht von Solarenergie profitiert, mit dieser oder einer unserer beiden Anlagen seinen Strom oder einen Teil seines Stroms selber zu erzeugen. Und das gibt einen vom ersten Moment an ein gutes Gefühl. Man macht was für die Umwelt, aber was viel wichtiger ist, das gute Gefühl, man macht was für den eigenen Geldbeutel, ohne selbst unglaubliche Summen in die Hand nehmen zu müssen. Ganz genau, das ist wirklich unser TV-Sonderpreis von nur 569,99 Euro für die Balkonsolaranlage. Damit können Sie wirklich alles richtig machen. Warten Sie nicht lange, bestellen Sie jetzt, denn jeder einzelne Tag lohnt sich wirklich. Ich nenne Ihnen jetzt die Bestellnummer, das ist die MW1196 und die 569. Und damit das Ganze natürlich auch noch richtig und fest angebracht werden kann, haben wir für Sie eine Geländehalterung. Ja, und zwei weitere Vorschläge haben wir. Das erste ist eben die Geländerhalterung. Wenn Sie es wirklich am Balkongeländer fixieren wollen, dann machen Sie das mit diesen Häken. Das ist eine Grundausstattung. Ja, und die, Sie sehen auch, die Solarpanel sind schon vorgebohrt. Da sehen wir es nochmal. Wir haben es jetzt an einem festgemacht. Die Verschraubung ist dabei. Und wie Sie hier sehen, das ist eigentlich wie ein großer, breiter Haken. Das hängen Sie jetzt einfach über Ihr Balkongeländer. Und dann haben wir hier nochmal eine Öse. Da kommt nochmal eine Fixierungsschraube dran. Und dann hält es. Unten noch eine Schiene, die mit dabei ist, dass wir auch unten keine Angriffsfläche für Wind haben. Und wenn Sie das einmal angebracht haben, dann hält das Windgeschwindigkeit
Geschwindigkeit von 60 Metern in der Sekunde aus. 60 Meter in der Sekunde hört sich so harmlos aus. Das ist eine Geschwindigkeit von 216 Stundenkilometern. Und wenn Sie es eben am Geländer machen, wäre das meine Empfehlung. Pro Solarpanel brauchen Sie eines dieser Halterungen. Das heißt, dann einfach zweimal bestellen. Aber dann ist es wirklich sicher. Dann hält es auch den stärksten Herbststurm stand. Und da sollten Sie nochmal das Appell wirklich drauf achten, Ihre Solarpanel gut zu fixieren. Dann haben Sie auch viele, viele Jahre Freude daran. Ganz genau. Eine sichere Anbringung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und zu dem Preis würde ich das auf jeden Fall direkt mitbestellen. Mhm. Ich nenne Ihnen jetzt direkt mal die Bestellnummer für die Geländehalterung. Das ist die MW1206 und die 569. Und wie der Ralf das auch schon erwähnt hat, ist das natürlich auch eine super Fixierung. Mhm. Und vor allem hat man zum Beispiel gerade auf dem Balkon einen super Sichtschutz. Wie sagt man das schön? Ja, genau. Da kann man auch im Sommer mal auf die Liege liegen, genau, ohne dass die neugierigen Nachbarn sehen. Wer mit Unterkonstruktion arbeiten will, und das machen auch viele, da kann man es auch in Garten stellen, auf einer Ständerlösung, den empfehle ich natürlich auch wieder das Gleiche, fixieren Sie es richtig. Und da haben wir so sogenannte Z-Halterungen. Die Anna hat ganz die gerade genau in der Hand. Die sehen aus wie ein Z, das ist ein Vierer-Set, ausreichend genau für ein Solarpanel. Das ist witterungsbeständig, das ist also rostfreies Aluminium und auch wetter- und windbeständig, weil auch diese Halterungen richtig angebracht, Verschraubungsmaterial ist dabei, hält Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometern. Also das ist auch gehörig. Also Unterkonstruktion, diese Empfehlung, wenn Sie es am Balkongeländer direkt anbringen wollen, ist meine Empfehlung, diese Konstruktion. Aber ich möchte das, weil ich kann es nicht oft genug wiederholen, Ihnen nur sagen, machen Sie es sicher. Einmal ein paar Minuten mehr Zeit investiert und dann haben Sie viele, viele Jahre Freude damit. Und auch hier gilt natürlich das Motto, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihre Solaranlage zu installieren, weil jetzt gibt es noch die Fördergelder, jetzt haben wir noch das Jahressteuergesetz und jetzt haben wir noch die TV-Sonderpreise. Hier übrigens auch ja, mit 0% Mehrwertsteuer, weil auch das wieder Zubehör zur Photovoltaikanlage ist. Ganz genau. Und wir haben gerade gesehen, dass auch die Anbringung bzw. die Montage der Z-Halterung wirklich ganz einfach ist. Deshalb sollten Sie diese auf jeden Fall mit dazu bestellen. Die Artikelnummer ist die MW1230 und die 569. Eine sichere Anbringung ist natürlich ganz, ganz sicher. Und hier haben Sie direkt ein Vierer-Set für die Z-Halterung für eine bombenfeste, für die... Genau. Ja, und hier haben wir zwei Solarpanel, also bei der großen, auch bei der kleinen Anlage. Und da bitte jeweils zwei Sets bestellen. Ein Set, vier Stück reicht für ein Solarpanel. Und jetzt haben wir zum Abschluss der Sendung noch ein kleines Bonbon für Sie. Ein Geschenk, also etwas zu einem symbolischen Preis von 1 €. Und das kann man nicht nur gebrauchen, wenn Sie Photovoltaikanlagen aufbauen. Wir sehen das, ist so ein kleiner Koffer, aber ein Riesenset. 109-teilig Bohrer und Bits, also egal was Sie schrauben oder bohren wollen, es ist dabei. Wir sehen auf der rechten Seite von oben nach unten Holz-, Metall-, Kunststoffbohrer. Mhm. Auf der rechten Seite Betonbohrer, Abstandshalter, Senkfräser. Aber links auch ganz wichtig, sämtliche gängigen Bits als Kurzbit- oder Langbit-Variante, inklusive Schlossschraubenbits, was es nicht so häufig gibt. Eine Ratsche ist auch noch dabei, aber alle Bits kann man natürlich auch am Akkuschrauber verwenden. Und das bekommen Sie im Prinzip als Geschenk. Der 1 €, das kann man wow wirklich sagen, ist symbolisch. Und wenn Sie sich jetzt für eine unserer beiden Balkonsolaranlagen entschieden haben, dann dürfen Sie dieses Set für nur 1 € mit dazu bestellen. Ist doch fantastisch, oder? Das ist wirklich fantastisch, denn das ist quasi geschenkt. Was ich ganz toll an diesem Köfferchen finde, ist, dass da wirklich alles sehr strukturiert drin ist. Da findet man alles immer direkt. Ich finde, so ein Werkzeugköfferchen kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn Sie sich jetzt für eine unserer Balkonsolaranlagen entschieden haben, bekommen Sie unser 109-teiliges Werkzeugset noch für einen einzigen Euro mit dazu. Und wir vergleichen jetzt direkt mal bei pearl.de, was Sie heute sparen. Der würde jetzt bei pearl.de 20 € normalerweise kosten, was natürlich auch schon günstig ist. Aber bei uns bekommen Sie den für nur einen einzigen Euro heute noch mit dazu.
Ja, und jetzt ist die Bestellnummer ein bisschen länger, das geben wir ja zu. Und deshalb mal ganz, ganz langsam für Sie zum Mitschreiben. Genau, die ist etwas länger, die Artikelnummer, aber für 1 Euro lohnt es sich auf jeden Fall. Deshalb bestellen mit der ZU 150 47 83 und die 569, ganz, ganz wichtig, denn damit bekommen Sie unsere Balkonsolaranlagen zu unserem TV-Sonderpreis. Heute lohnt es sich wirklich richtig zu bestellen. Warten Sie nicht lange, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Ihre eigene Balkonsolaranlage zu Hause anbringen zu können und jeden einzelnen Tag damit bares Geld zu sparen. Das ist wirklich fantastisch. Ich bin total fasziniert. Legen Sie jetzt los, das ist wirklich Ihre Gelegenheit, Geld zu sparen und dass es sich dann wirklich auch langfristig lohnt. So eine Investition sollte man auf jeden Fall tätigen. Da hat man natürlich auch direkt mal ein super Gefühl. Und wir wünschen Ihnen natürlich ganz viel Spaß mit Ihrer neuen Balkonsolaranlage. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.